Ein herzliches Grüß Gott zu unserem Orgelimpuls am ersten Weihnachtsfeiertag. Schön, dass ihr reinschauen. Zunächst nochmal gesegnete Weihnachtsfeiertage. Im Orgelimpuls am ersten Weihnachtsfeiertag geht es um den Sebastianusaltar im Hintergrund. Der heilige Sebastian ist dort oben figürlich abgebildet, der dem Altar seinen Namen gibt. Oben drüber ist die heilige Dreifaltigkeit zu sehen, das Dreieck, darunter der Märtyrer Sebastian, ein römischer Soldat, der unter Kaiser Diokletian hier den Märtyrertod erfahren hat. Er wird dargestellt mit durchbohrten Pfeilen und der heilige Sebastian ist der Schutzpatron der Soldaten und der Schützen. Deswegen sind auch immer die Schützen hier vertreten, wenn der Sebastianustag ist beim Gottesdienst. Und der heilige Sebastian feiert in Kürze seinen Namenstag, nämlich am 20. Januar. Nach dem heiligen Sebastian ist ein Stück drunter das Altarbild vom Sebastian-Altar. Da geht es um Weihnachten. Wir haben Weihnachten, zentrales Fest, zentrales Ereignis. Jesus ist Mensch geworden. Und das hat man gerade im ausgehenden Mittelalter dann ganz besonders in den Mittelpunkt gerückt, die Verehrung der Krippe und in besonderer Weise die Verehrung der heiligen drei Könige gegenüber dem Jesuskind, deshalb auch hier die Darstellung der Könige recht prunkvoll, so wie man sich halt damals vorgestellt hat, mit den Dunkelhäutigen, mit dem Turban und also ein bisschen orientalisch. Wichtig, das Jesuskind ist so wichtig, dass aller Prunk der Welt genau das Richtige ist. Und so ist es natürlich jetzt Weihnachten, braucht man dann keine eigene Krippepfanne. Wir haben die Krippe mit den drei Königen schon hier. Ich lade ein, dass wir dann auch gleich nochmal unsere schöne neue Orgel hören mit dem Herrn Sauer, Karl-Heinz Sauer an der Orgel. Thank you.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Freunde unseres Orgelimpulses, wir sind am Ende eines Kirchenjahres und eines Jahres angekommen. Sie haben uns über ein Jahr lang durch unsere Pfarrkirche gemeinsam mit unserer neuen Orgel begleitet. Wir sagen Ihnen Danke fürs Anschauen und vielen Dank für Ihre finanzielle Unterstützung. Damit enden unsere Orgelimpulse, zumindest vorerst. Die Pfarrei St. Bartholomäus Volkach und ich persönlich, wir wünschen Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, auch wenn es vielleicht in diesem Jahr wieder einmal ungewohnt ruhig bleiben wird. Bleiben Sie trotzdem frohen Mutes und kommen Sie gut in das neue Jahr.